Es ist der absolute Wahnsinn, wie der Visaskandal des Außenministeriums und Annalena Baerbocks von ARD, ZDF und Co. völlig totgeschwiegen wird. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ja, und wir haben ja bereits zahlreiche Videos dazu gemacht. Es kommen ja fast täglich neue Skandale hier innerhalb dieses Visaskandals ans Licht. Cicero berichtet, NZZ berichtet, Focus berichtet, Tichys Einblick berichtet, Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt, Staatsanwaltschaft Cottbus ermittelt, Bundespolizei ermittelt in einer hohen vierstelligen Zahl mittlerweile beim Bundesaufnahmeprogramm aus Afghanistan, was da alles an Ungereimtheiten und so passiert ist und nach wie vor passiert, nur bei den Öffentlich-Rechtlichen, da genießt Annalena Baerbock weiterhin einen völligen Welpenschutz. Wie man jetzt sich das mal anguckt, ne? Man googelt hier einfach mal nach Baerbock-Skandal, Tagesschau oder auch ARD oder auch Kritik. Und da findet man zu dieser Visa-Affäre gar nichts. Man findet alles Mögliche zu einer polnischen Visa-Affäre, wenn man danach sucht. Also selbst wenn man die Hashtags oder die Keywords Baerbock und so weiter verwendet, Korruption in Polen und so weiter, ja, oder man findet eine prorussische Kampagne gegen Baerbock und die Faktenfinder, die mal wieder analysieren. Ja, da geht es nämlich damals um diese Äußerung, die Baerbock getätigt hat bezüglich der deutschen Wähler. Hören wir doch mal ganz kurz rein. War das denn wirklich einfach nur Fake News, was Baerbock da gesagt hat? If I give the promise to people in Ukraine, we stand with you as long as you need us, then I want to deliver. No matter what my German voters think, but I want to deliver to the people of Ukraine. Nichts davon waren Fake News, sondern genau so hat sie das gesagt. Ja, wenn ich ein Versprechen der ukrainischen Bevölkerung gebe, dann erhalte ich das auch. Und dann noch so diese Handbewegung, so wegstoßen, so egal was meine deutschen Wähler quasi sagen, ja, ich halte mich dann an das Versprechen. So, warum wurde dann da irgendwie so ein großes Fass aufgemacht von wegen Desinformationskampagne aus Russland und so? Weil angeblich aus Russland dann Telegram-Kanäle und so dieses Statement von Baerbock und so verbreitet haben. Die spannende Frage ist aber nicht, wer oder was irgendein Statement verbreitet, sondern ob dieses eigentliche Statement tatsächlich stimmt oder nicht. Ja? Und schaut euch mal daran an hier, was in der ARD dann tatsächlich, ja, über dieses Thema damals gesagt wurde. Kalten Winter aufgegriffen, sicherte aber auch der Ukraine ihre Unterstützung zu. Wenn ich den Menschen in der Ukraine das Versprechen gebe, wir stehen zu euch, solange ihr uns braucht, dann will ich das auch halten, egal was meine deutschen Wähler denken. Aber ich muss den Menschen in der Ukraine etwas liefern. Ja, und das ist auch eben die Aufregung, die man zu dieser Aussage haben kann, die ist völlig berechtigt, weil Baerbock ist nicht verpflichtet, irgendwelche Versprechen abzugeben, die eben fernab der Interessen ihrer deutschen Bevölkerung ist, die sie gewählt haben. Baerbock ist gewählt worden damals von der deutschen Bevölkerung und sie ist die Außenministerin Deutschlands und vertritt somit auch die Interessen Deutschlands. Und wenn ihr das egal ist, was ihre deutschen Wähler denken, dann ist das ein massives Problem. Und darüber darf man auch reden. Und es ist völlig egal, ob dann irgendwelche Videos dazu aus Russland oder aus Usbekistan auftauchen. Of Ukraine. AfD, Linke und auch Teile der CDU kritisierten die Aussage der grünen Politikerin sofort. Bei Twitter war Baerbock Rücktritt am Donnerstag einer der meistgenutzten Hashtags in Deutschland. Nach Darstellung des Auswärtigen Amts wurde die Kritik an Baerbocks Äußerung durch russlandnahe Kanäle massiv verbreitet, wie ein Ministeriumsexperte auf Twitter mitteilte. Diese Erkenntnisse teilt auch die Organisation HateAid, die den Fall untersucht hat. Wir konnten gemeinsam mit anderen Organisationen der Zivilgesellschaft nachvollziehen, dass Stopp, HateAid, Organisation der Zivilgesellschaft, nur zur Info, HateAid ist zu mehr als einem Drittel öffentlich finanziert. So viel zum Thema Zivilgesellschaft.
der Ausgang davon in russischen staatlichen Medienagenturen startete, schon vor ein paar Tagen. Also man sieht, es ist natürlich eine massive Deflection-Kampagne dann in der ARD und so, die sich gar nicht mit dem ursprünglichen Statement von Baerbock auseinandergesetzt haben, sondern dann immer Baerbock und so weiter in Schutz nehmen. Bei Habeck sieht man das ebenfalls immer wieder. Da wird dann einfach die Position von Habeck beispielsweise in der Kernkraftaffäre wiedergegeben, ohne auf die tatsächlich wirkliche Kritik und was dort alles passiert ist, mit den Staatssekretären und so weiter eingegangen. Ja, aber wie gesagt, zurück zum eigentlichen Visa-Thema. Dazu finden wir einfach in der Tagesschau nichts. Nada, niente. Ja, beim Spiegel immerhin finden wir noch, dass Baerbock jetzt wenigstens mal das Aufnahmeverfahren und so weiter damals vorübergehend hat aussetzen lassen. Seitdem habe ich da jetzt aber auch keinen großartigen Artikel aktuell mehr gefunden. Das heißt, wir bekommen aktuell nur sehr eingeschränkt Informationen darüber. Also mit wir meine ich natürlich nicht uns hier bei Aktie mit Kopf, die sich umfassend überall informieren, sondern damit meine ich eben die Menschen in Deutschland, deren Medienkonsum ausschließlich auf links Mitte gepolten Mainstream-Medien liegt und die somit natürlich, was den Nachrichten- und Politikkonsum und dessen Analysen angeht, eben mit Scheuklappen durch die Welt laufen. Anders kann man es nicht sagen. Weil wenn du das in der Art und Weise gar nicht mitbekommst und in diese Skandale auch nicht einsteigst, ja, dann ist es logisch, dass du dann irgendwann sagst, so ähnlich wie bei den RKI-Leaks und so, ja, wo ist denn da jetzt der Skandal? Ne? Ich meine, der Punkt ist auch der, bei solchen komplexen Themen habe ich die Erfahrung gemacht, dass man das halt immer als Prozess eben auch aufarbeitet. Das bedeutet, du liest erstmal einen Artikel irgendwo, dann schnappst du noch erstmal was auf, dann wieder und nach entwickelt sich ja das Ganze zu einem großen gemeinschaftlichen Puzzle und du hast unterschiedliche Puzzlestücke, die du zusammenfügen kannst. Wenn du dann aber erstmal so 3 Jahre später so auf diesen Skandal ja aufmerksam wirst und der dann schon so komplex geworden ist und tausende von Artikeln online sind, dann ist es natürlich auch viel schwieriger für den klassischen Tagesschau-Zuschauer auf einmal dann zu verstehen, was das ist. Und dann ist es natürlich auch logisch, dass dieser dann irgendwann sagt so, wo ist denn jetzt da der Skandal? Das sind doch nur einfach irgendwelche Fake News. Nix Fake News, ja. Dieser Skandal, gegen den, ja, wird komischerweise bei sozusagen den Öffentlich-Rechtlichen nichts irgendwie unternommen, da wird nichts irgendwie an Aufklärung geleistet, ja, und ich bin echt gespannt, ob tatsächlich die Bundespolizei das, was sie versprochen hat, nämlich, dass sie ohne Zögern das Ganze und trotz der Gegenwehr des Auswärtigen Amtes, wie es ja auch der Bundespolizist gesagt hat, ja, massiv weiter ermitteln werden und sie sich durch nichts und so weiter aufhalten lassen. Und eine gute Zusammenfassung jetzt nochmal über den aktuellen Zustand von ARD und ZDF, den kann man hier zu diesem Thema bei Tichys Einblick aktuell lesen. Hier ARD, ZDF, DLF, Schweigen, Baerbocks Visa-Skandal hartnäckig tot. Ja. Und zwar schreiben die hier im ersten Absatz, ich lese es hier vor, warte, gäbe es noch unter Ausschluss von Ländern wie Russland, Belarus, China, Venezuela, Nordkorea, Iran und Co. einen olympischen Wettbewerb für öffentlich-rechtliche Rundfunk- und Fernsehanstalten, würden mindestens 4 Goldmedaillen einhamsen. Erstens eine Goldmedaille für Geldverschwendung, zweitens eine Goldmedaille für politische Einseitigkeit, drittens eine Goldmedaille für manipulatives Framing, viertens eine Goldmedaille, soll das eigentlich heißen, für Unterdrückung von Skandalen der Regierenden. So ist es nämlich, und das haben wir ja auch neulich schon gesehen bei dem Video, was wir über die Diskussion von Julian Reichelt und den anderen Journalisten dort gesehen haben, dass große Teile tatsächlich der aktuellen journalistischen Welt in Deutschland ihre Aufgabe nicht irgendwie darin sehen, Regierungskritik irgendwie zu forcieren und zu machen, was ja eigentlich deren Aufgabe ist, sondern die Regierung zu unterstützen und mehr oder weniger auf die Opposition und die Rettung der Demokratie und so weiter sich zu versteifen, was aber natürlich immer mehr und mehr nach hinten losgeht. Und je länger diese ganzen Dinge dauern, ja, macht ruhig weiter so, verschweigt das alles, ja. Es ist ja genau das Gleiche wie damals 2015, glaube ich, war es zu Silvester. Ich kann mich noch gut erinnern, was da in Köln passiert ist und wie das dann erstmal von den Medien wirklich tagelang totgeschwiegen wurde, weil es eben die falschen Leute
Leute waren, die dort eben ja massiv kriminell geworden sind. Und das ist halt eben auch massiv nach hinten losgegangen. Es hat eine gewaltige Vertrauenskrise auch in die klassischen Medien ausgelöst. Und das sollten die langsam mal begreifen. Je weniger man über solche Sachen berichtet, desto unseriöser und desto unglaubwürdiger macht man sich langfristig.